Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkar-Oase. Wie gerade angekündigt, gibt es noch ein Haul von Dieters kleiner Schnäppchenwelt. Ich habe den jetzt vorgezogen, weil hier die Kartons mir alle im Weg stehen. Ich krieg's nicht raus. Boah, das ist so press in dem Karton drin. Sekunde. Genau das sollte nicht passieren. Na gut. Ich habe bestellt, das ist die letzte Runde, die Runde 101. Die kam heute schon. Eigentlich warte ich noch auf die Runde C. Ich habe mich schon gefreut, als ich gestern gesehen habe, bald ist ihr Paket da. Dachte, Runde C kommt, weil in Runde C habe ich noch ein paar Stanzen für Weihnachten drin. jetzt kam aber die darauf folgende Runde schon an. Aber das macht ja nichts. Wir sind ja flexibel. Und fangen einfach mal an. Ich habe mir Foam Tape mal bestellt, weil ich mal wissen wollte, wie so der Vergleich ist zum Action. Da hat die Rolle gekostet jeweils 50 Cent. Kann man nicht meckern. Das eine ist 2 mm, das andere ist 3 mm. Ich wollte es einfach mal, weil das 3 mm ist schon ziemlich dick. Dann habe ich mir bestellt Klebepads. Also zwei solche Sets gab es zusammen für 75 Cent. Da habe ich mir jeweils zwei bestellt, auch in 3 mm und in 2 mm Stärke. Dann die obligatorischen Hobbypfannen, Moosgummi, Blumen, Herzen, was auch immer. Er gibt ja immer was dazu. Diesmal waren es wieder Herzen. Vielen Dank, lieber Dieter. Frohe Festtage als Stanze, weil ich mal wieder. Ja, ich habe zwei Stanzen oder so für Weihnachten und das war's. Habe ich festgestellt beim Basteln. 2,50 € hat die gekostet. Deshalb habe ich die mir mitgenommen. Dann habe ich mir Acrylblöcke bestellt zum Stempeln. Der eine ist. Wie groß ist denn der eine? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal kurz rüberlunsen. 20 mal 4. Kommt es hin? Könnte hinkommen. Also 20 mal 4 und der andere ist 8,5 mal 15,5. Gekostet haben die jeweils. Jetzt muss ich gucken. Gerade habe ich es doch noch gesehen. Ah ja, genau. Jeweils 3 Euro. Da kann man wirklich nicht meckern für die Größe. Da kann man wirklich nicht meckern. Dann hatte ich auch hier, das hatte ich schon wieder vergessen, dass ich das bestellt hatte von Penny Black. Auch ein Stempelset mit Weihnachtswünschen. Ist halt alles auf Englisch, aber ich finde es nicht schlimm. Also ich mag Englisch. Ich gucke mir momentan auch viele Serien oder YouTube-Videos in Englisch an. Der lag bei 8 Euro, also normalerweise kostet der, glaube ich, das Doppelte. 8 Euro. Dann habe ich mitgenommen zweimal Schrumpffolie. Da mache ich Windlichter draus. Falls euch sowas interessiert, kann ich euch das auch gerne mal zeigen als ja, Craft-Update oder so ähnlich. Wenn ihr euch darunter jetzt nichts vorstellen könnt. Da hat ein Set mit 10 Blättern 4 Euro gekostet. Und das habe ich mir jetzt mal geleistet von Hunky Dory. Diese Topper Butterflies. Dieses Paket kostet, glaube ich, normalerweise, wenn man es regulär kauft, über 20 Euro. Der liebe Dieter hatte es für 10. Und da kam ich natürlich nicht drum rum, weil Schmetterlinge und auch die Farben, ich finde sie mega. Also, es ist so, ich meine, so Mint, Türkis, Blau ist auch eine Farbe, die ich sehr gerne habe und Lila, einfach top. So, das war das. Also 10 Euro, wie gesagt. Und dann habe ich mir noch als letztes eine Wundertüte gekauft. Und zwar zum Thema Stanzen. Ich dachte mir, ich probiere es mal aus. Das Licht passt mir hier auch schon wieder nicht.
Ganze was reflektiert. Das macht dann immer so ein komisches Gewackel hier. Also diese Tüte hat ganze 10 Euro gekostet. Das ist so eine Überraschungstüte. Also das, was halt noch so am Lager ist, wird dann halt, sag ich mal, rausgehauen. Da ist unter anderem dabei einmal diese Schmetterlingsstanze mit den 4 Schmetterlingen. Ein Huhn. Ein größerer Schmetterling. Ein Einhorn. Sektgläser, passt ja zu Neujahr. Katze mit Maus auf dem Rücken. Dann hier diese, ich nenne es mal vorsichtig, Zaunelemente. So würde ich das jetzt sehen. Dann habe ich noch Do not open until 25 December. Also nicht vor dem 25. öffnen. Finde ich auch nicht schlecht. Hat sogar, also ich merke es, ich packe es jetzt nicht aus, hat sogar die eigene Magnetplatte mit dabei, um drauf zu haften. Was ich ziemlich cool finde. Dann habe ich hier noch ein Set Hühnchen. Hühnchen und Hähnchen. Weiß ich jetzt aktuell noch nichts mit anzufangen. Und dann habe ich hier noch die Nellys Multiframes. Gibt es verschiedene. Sowas kann man immer gebrauchen. Also bis auf die Hühner und vielleicht das Zaunelement bin ich sehr zufrieden. Also ich finde, da kann man nicht meckern. Das sind 2, 4, 6, 7. Das sind insgesamt 10 Stanzen. Das heißt, jede Stanze hat 1 Euro gekostet. Kann man jetzt nicht meckern, finde ich. Also selbst bei Action kosten so kleine Stanzen 1 Euro, also ein paar 90 Cent. Von daher, ich finde es mega. Das war das Stanzenwunder-Tüten-Set und das war dann auch schon der Haul. Kurz und knackig. Ich habe ja vor, jetzt noch ein bisschen weihnachtlich zu basteln. Von daher kommt das wie gerufen. Ich denke, zum Wochenende wird es dann auch endlich mal wieder ein Tutorial geben. Weil ich komme ja nicht dazu. Aktuell ist es echt schwierig. Ja, und dann räume ich jetzt noch mal kurz auf. Und wir sehen uns gleich noch mit dem... Es ist nur ein kleiner Action-Haul. Fühlt euch geherzt. Ciao.